Kann man kurz sagen, Sozialstaat geht anders? Ja, definitiv. Die Definitiv. Erfolge der Agenda 2010 unter SPD und Grünen, verabschiedet aufgrund eines neoliberalen Wirtschaftskonzepts, was hauptsächlich die FDP betreibt, auch in ihren Wahlaussagen zum EU-Parlament Ja. erscheint es leider wieder. Und für mich aus meiner beruflichen Erfahrung ist es einfach auch zutiefst Menschenwürde verletzend, wenn die Menschen aufgrund des nicht funktionierenden Sozialstaates, des nicht funktionierenden Gemeinwesens auf der Straße landen, ihre Wohnung verlieren und ja, total abstürzen. Du hast da drin gearbeitet, Ja, du weißt ja. genau, wie die Und es gibt Situation aussieht. Hilfen. Aber sie sind oft sehr spät dran und wenn das Kind schon sehr tief im Brunnen steckt, ist es umso schwieriger und auch kostenaufwendiger für Staat und Kommunen, sie wieder rauszuholen. Demokratie, Transparenz und Datenschutz ist leicht gesagt. Gemeint sind da Mitbestimmung, Mitwirkung der Bevölkerung auf allen politischen Ebenen innerhalb der EU, auf EU-Ebene, auf nationalstaatlicher Ebene, auf Bundesländerebene, auf Landkreisebene, auf kommunaler Ebene in den Gemeinden. Das ist einer von unseren Schwerpunkten, dass gerade diese, ich würde es nicht mal Demokratiedefizit nennen, weil es ist nicht weniger Demokratie, als es ist, sondern unserer Meinung nach, da gibt es kein Demokratie in die Europäische Unions In der Struktur- und Strukturen. Organisationsform. Das ist so gut wie nicht präsent. Deswegen sagen wir, dass unter diese Zustände Europa wird entweder demokratisiert oder es wird zerfallen, weil dieser Zustand wird nicht lange haltbar sein. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass der Parlament stärker gestärkt wird, dass die Gesetze überhaupt reinbringen kann. Ja, ein wichtiger Punkt ist für mich, ich sage jetzt ausdrücklich Wirtschaftslobbyismus, weil der Bund Naturschutz betreibt natürlich für seine Mitglieder und für die gemeinnützigen Ziele des Vereins auch Lobbyarbeit in der Politik. Aber für mich ist das etwas total grundsätzlich ganz anderes, weil da geht es eigentlich auch um mitreden können, mitbestimmen können, mit beeinflussen können zu Zwecken und Zielen des Gemeinnutzes, Ja, nicht sehr wichtig, ja. irgendeines Konzernnutzens oder Finanznutzens für irgendwelche Anleger, So ist es. sondern das ist die Bremse, ist das Stoppschild und heißt, hier geht es nicht weiter, das lassen wir uns nicht gefallen. Da geht unsere Natur vor den Hund, da wird unsere Luft verschmutzt, unsere Lebensgrundlagen zerstört. Was ich ansprechen wollte, ist eben der Wirtschaftslobbyismus, der nicht nur im Bundestag sehr gut funktioniert, sondern auch auf EU-Ebene, wo das Parlament, wo die Kommission, die Regierenden beeinflusst werden. Und das oft einfach hinter verschlossenen Türen passiert oder meist. Und verdeckte Parteispenden geben noch eins drauf. Die Nebenverdienste von Abgeordneten, die unterschlagen werden, obwohl sie eigentlich veröffentlicht werden müssten. Auf Bundesebene, Deutschland, müssten wir dann noch sehr viel nachholen. Und da blockiert eigentlich der Bundestag und die Parteien, CDU, CSU, aber leider auch die SPD, FDP auch. Also wir haben im Bundestag keine Mehrheit, da mehr Transparenz reinzubringen. Und das ist aber unabdingbar notwendig, sonst ohne Transparenz keine Demokratie, würde ich sagen. Siehst du das auch so? Ja, ich sehe das so. Also ich würde es sogar Sauerstoff nennen. Ja, Ist Sauerstoff für belebend. Menschen. Mit welchem Hebel kann man diesen unsäglichen Zustand ändern? Und deswegen finde ich es sehr wichtig, Ja. dass du hast vorher über die Bürger gesprochen, Bürgerinitiativen, Ja. Bürgervereine, Kommunen. Das ist genau die Ebene, wo DiEM25 Demokratie in Europa
wie soll ich mal sagen, der Macht umsteuern will. Macht für die Kommunen, Macht für die Entscheidungsbefugnisse, genau. Das heißt, Demokratie ist auch ein Lehrprozess. Das heißt, man muss die Menschen auch fragen, einbinden, informieren. Sonst funktioniert Demokratie nicht. Ein bestimmter Bürgermeister in einer Gemeinde oder in einer Stadt, wie hier Fürstenfeldbruck beispielsweise. Und das ist ja auch gedacht in dem Informationsfreiheitsgesetz, dass die Bürger und Bürgerinnen eben sich hier informieren können und sich ein Bild machen können, was läuft oder was nicht so läuft, wie sie es eigentlich haben wollen, und dann bei der Wahl korrigieren können. Der Recht zu oder wissen. Auch ein Bürgerentscheid oder Volksentscheid provozieren können. Diese Hemmnisse, die müssen weg. Ja. Die müssen ganz dringend weg. Ja. Und es muss ernst genommen werden, die Entscheidung. Es muss berücksichtigt werden. Es muss behandelt werden im Parlament. Das wird ja oft abgebügelt. Man sagt, ja, zu Teil abgebügelt, zum anderen Teil, es geht ums Kommission, der eigentlich so gut wie nichts damit zu tun hat. Ja. Und die haben deren eigene Interessen, die haben deren eigene Hintertüren. Natürlich intransparent, wie du es schon vorher erwähnt hast. Und das ist, was der Sauerstoff von allen eigentlich eindämmt, wegnimmt. Das ist richtig. Wir müssen frei atmen, ganz schnell. Ganz vieles, was auf der Welt bewegt wird und was der Kern der Veränderungen ist, ist fast immer, ich bin drauf gekommen, fast immer eine Energiefrage. Das ist wie ein Herz-Kreislauf-System. Diejenigen, die mehr Energie in irgendeiner Form herstellen oder haben konnten, denen ging es besser. Die waren gesünder, Wohlstand war größer und so weiter. Und dann habe ich angeschaut, als Mama die pflichtbewusst um ihre Kinder kümmert. Ich habe dann angeschaut, okay, wo hakt's? Und was ich gesehen habe, Klimawandel wird definitiv Kriege und große Migrationswellen auslösen. Die Opfer werden zuerst die Frauen und Mädchen sein, bei jedem Krieg. Ich habe das einfach nicht gesehen, nicht gewusst per se, dass der günstigste Energieherstellung ein Solarpanel, also ein Photovoltaik oder ein kommunales Windrad, von Kommune aufgestellte Windrad ist. Ja. Da sind einfach solche Preisunterschiede. Ich denke, meine Güte, was ist denn los? Wo geht's schief? Und dann habe ich mich auseinandergesetzt mit Energiegenossenschaften. Die sind eine wunderbare Sache. Das ist, was Sie noch heute Abend machen können. Schauen Sie bitte, wo Sie bei einem Energiegenossenschaft mitwirken können. Und ich bin Naturstromkunde seit ewigen Zeiten. Wunderbar. Super. Da ist es genauso. 100% wird wieder investiert in erneuerbare eigene Anlagen. Diese Formen von Wirtschaften, das ist, was Demokratie in Europa und DiEM25 den Vorfahrt geben will. Weil nämlich die Sonne scheint bei jedem. Jeder hat seinen eigenen Atomkraftwerk. Wir müssen keine bauen. Wir müssen nicht irgendwie über Kernfusion nachdenken oder komplizierte alte Systeme. Genau, sondern vor Ort, es kommt alles zu uns. Wind und Sonne Licht und Wärme kommt zu uns und die Elektronen fließen dann überall. Das heißt, die überdimensionierte Übertragungsnetze sind eine Verschwendung. Die braucht man nicht mehr. Da wird alles Mögliche noch geplant und am Leben erhalten, wie die AKWs, ISA 2 und so weiter. Und komplett giftige Braunkohlekraftwerke laufen oder Steinkohlekraftwerke. Die armen Mosambiker, die verkaufen uns deren Steinkohle dafür, dass sie danach die riesige Stürme haben, die Zyklone haben. Ja. Und das nennen wir sauber. Das geht doch gar nicht. Wir bauen Druck auf, dass die erneuerbare Energien Vorfahrt bekommen, dass da alle Deckelungen weg sind. Das ist eigentlich der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Ja.
du investierst pro Jahr 700 Euro in umweltschädliche Subventionen. Ich auch. Ob gewollt oder nicht. Wir werden nicht natürlich. Gefragt. Und meine 6-jährige Tochter auch. Mhm. Sogar die registrierte Flüchtlinge. Das heißt, ich spreche jetzt über pro Kopf, auf pro Kopf runtergebrochene jährliche Subvention, die von unseren Steuern dann schön investiert werden in bestimmte Sachen, die uns dann Schaden zufügen. Ja. Beziehungsweise auch Klimaflüchtlinge, für Klimaflüchtlinge verantwortlich sind. Wir haben ein Investitionsprogramm, jetzt kann ich eine Summe nennen, das sind ziemlich genau für Europa 500 Milliarden Euro pro Jahr. Aber der Punkt der Sache ist, davon können wir eigentlich die Energiewende binnen 10 Jahren schaffen, machen. Ohne Arbeitsplätze zu gefährden? Ohne Arbeitsplätze. Wir bekommen, also wir, durch diesen Programm können wir ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Dass wir durch diese Summe nicht nur den Stromsektor verändern können, sondern die Wärmesektor und die Verkehrswende kann durchgezogen werden. Das bedeutet Elektrifizierung des kompletten Verkehrs. Ja. Und natürlich sowas wie eine paneuropäische Schienennetz, der nicht so im Mittelalter steckt, als was wir momentan haben. Ja. Die weiten Leitungen erübrigen sich Atomkraftwerke, fossile Energie. Genau. Und was noch wichtig ist, überflüssig. Dein Elektroauto ist am effizientesten von allen möglichen Verkehrsmitteln für Individualverkehr, sage ich jetzt. Wir wollen, dass das einen Druck aufbaut. Wenn wir zeigen, so kann es gehen, warum macht ihr das nicht? Genau. Dass es darum geht. Aber die Ziele sind, glaube ich, sehr idealistisch, aber machbar. Realistisch. Ja. Die sind absolut realistisch. Ja. Die sind handfest. Behaupten die anderen halt. Das sind ja lauter Idealisten, das ist so ein Totschlag. Argument. Utopien darf man nicht haben, die muss man leben.